Haspio ist ein Pokémon mit dem Typ Normal, existiert seit der vierten Spielgeneration und kann sich zu Schlappohr entwickeln. Haspio ist ein kleines, hasenähnliches und zweibeiniges Pokémon. Sein Oberkörper bis etwa zur Brust ist braun und der Unterkörper sowie die Büschel auf seinen Ohren sind beige gefärbt. Das Pokémon hat einen relativ großen runden Kopf und lange Ohren. Das Gesicht setzt sich aus den kleinen schwarzen Augen, der winzigen Nase und dem Mund zusammen. Der Unterkörper ist mit dichtem Fell bedeckt, aus dem Haspiros verhältnismäßig große Füße herausragen und in der Shiny-Form ist sein Oberkörper hellbraun, während sein Unterkörper und die Ohren rosafarben sind. Dabei benutzt es ein Attackenrepertoire aus Normal- und Fee-Attacken mit Ruckzuckhieb, Sternschauer und Diebeskuss. Seine mögliche Fähigkeit ist Angsthase und erleichtert das Entkommen. Eine andere mögliche Fähigkeit ist der Tollpatsch und sorgt dafür, dass das Pokémon keine Items verwenden kann. Und die versteckte Fähigkeit ist die Flexibilität und verhindert eine Paralyse. Haspiroa ist hauptsächlich in Wäldern wie dem Ewigwald oder dem Nebelwald aufzufinden. In dort herrschenden kalten Nächten hält es sich warm, indem es den Kopf in sein Fell vergräbt. Durch die Haltung seiner Ohren kann man Haspiroas Gefühlszustand erkennen. Sind beide Ohren aufgerollt, hat es Angst oder ist nicht gesund, sodass es Zuneigung sucht. Nimmt das Pokémon eine Gefahr wahr, rollt es seine kräftigen Ohren mit großem Schwung auf und verstärkt damit wie durch eine Sprungfeder seine Sprungkraft so stark, dass es manchmal selbst über die Höhe all seiner Sprünge überrascht ist. So kann es dem Gegner dann auch angreifen oder ihn bespringen und somit großen Schaden anrichten. Ebenfalls kann es damit kräftig zuschlagen und selbst große Felsbrocken zu Staub zerfallen lassen. Eines seiner Ohren ist um zu jeder Zeit für den Fall von plötzlichen Angriffen vorbereitet zu sein, immer aufgerollt und kann somit in einer solchen Situation schnell und kräftig zuschlagen. Dabei ist Haspiro der erste Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und kann sich zu Schlappohr entwickeln. Durch die Entwicklung wird das Pokémon deutlich größer und schwerer und allgemein nimmt der Körper humanoide Züge an. Besonders die Ohren gewinnen deutlich an Länge. Das hasenartige Erscheinungsbild und die braune Fellfarbe mit anderen beigefarbenen Körperbereichen bleiben insgesamt erhalten. Bei der Mega-Entwicklung zu Mega-Schlappohr nimmt das vorher zierliche Pokémon starke Züge eines Kämpfers an. So sind seine Ohren nun wie Zöpfe zusammengebunden und die schwarz gefärbten Beine sowie die Fellbüschel an den Füßen erinnern an Sportkleidung, zudem nimmt es eine kampfbereitere Stellung ein. In den Spielen der Hauptreihe wird die Entwicklung von Haspiro zu Schlappohr durch genügend Freundschaft zusammen Tränen ausgelöst und die Mega-Entwicklung mit einem Schlappohr-Nied. Und mit seinem Typen ist es immun gegen Geistattacken und einem doppelten Schaden gegen Kampfattacken, der Rest macht normalen Schaden.